Auf einer ca. 30 Quadratmeter großen Fläche verlege ich das Bewässerungssystem von Lightsoil. Dazu brauche ich den mit Vlies ummantelten Bewässerungsschlauch, die Vliesstreifen und das Vliesnetz. Zuerst verstreue ich die Strips auf dem aufgelockerten Lehmboden und harke sie ein. Das gelingt mit einer elektrischen Harke besser als händisch. Danach rolle ich das Netz aus und ziehe es auseinander, sodass ein gleichmäßiger Zwischenraum entsteht. Den Rand kann man leicht mit einer Bastelschere abschneiden. Das Netz ziehen wir ca. 2 bis 2,5 Meter auseinander. Es bedeckt dann die gesamte Fläche. Danach verlege ich schlangenlinienförmig den Tröpfchenschlauch in einem Abstand von ca. 60 bis 70 cm. Der Schlauch hat alle 50 cm ein kleines Loch. Damit er auch in der Kurve liegen bleibt, muss man ihn ein bisschen hinbiegen, was nicht ganz einfach ist. Und damit er auch dort liegen bleibt, wo er soll, lege ich manchmal ein paar Schaufeln Erde zum Fixieren drauf. Das Besondere ist die Vliesummantelung. Das Vlies saugt sich mit dem Wasser an und gibt es sukzessive ab und es verhindert, dass die kleinen Löcher verstopft werden. Als nächstes kommt die Erde drauf. Weil das Vermischen mit den Strips nicht so gut gelingt, verteile ich zuerst eine Schicht Erde, verstreue die Strips und trage dann die letzte Erdschicht auf. Jetzt kann auch schon der Rollrasen verlegt werden. Hier sieht man noch den Bewässerungsschlauch, der mit einem normalen Wasserschlauch verbunden ist und über Zeitschaltuhr gesteuert wird. Mit dem Bewässerungssystem von Lightsoil haben wir einen wunderbar grünen Rasen.